Fotokurs Grundlagen. Hier haben wir das Inhaltsverzeichnis, die Kameraeinstellungen und Kamerahandling nehmen wir uns zurzeit vor. Wir haben dann viele Punkte, welche wir auch noch miteinander anschauen werden. Guten Tag, wir schauen uns miteinander die Kamera, das Kamerahandling an. Eigentlich geht es hier darum, die Kamera mal grundsätzlich in die für uns zurzeit notwendigen Einstellungen zu bringen. Wir schauen uns das an. Die Speicherung von Speicherkarten löscht alle Bilder, die bisher darauf waren. Enthaltene Daten sind dann wirklich dauerhaft gelöscht. Mach das doch bitte erst, wenn du die Daten auf deinem Computer abgespeichert hast. Das Formatieren von Speicherkarten ist jetzt hier auch im auf dem Punkt Menü zu finden. Natürlich habt ihr alle ganz verschiedene Kameras, die sind auch verschieden einzustellen. Grundsätzlich gilt aber, schaut mal, ihr habt ein Live View. Auf diesem Live View, ihr habt irgendwo eine Q-Tastatur oder bei mir jetzt eine Infotaste und dann komme ich hier in die wichtigsten Angaben. Weil ich kann während dem Fotografieren nicht ständig zurück ins Menü. Im Menü mache ich wirklich die Grundeinstellungen. Das ist dann hier und das sieht auch so aus bei den meisten Kameras. Wir haben also das Menü. Hier komme ich in die Grundeinstellungen hinein. Die Taste Information, Info. Schaut mal, habt keine Angst, wirklich auf diesen Knöpfen herumzudrücken. Ihr habt immer wieder diese Anleitung, was die Grundeinstellungen sein müssen. Es ist auch so, wenn ich auf einen Shoot gehe, dann nehme ich die Kamera wirklich jedes Mal noch einmal und kontrolliere im Menü, habe ich denn nun wirklich alles richtig eingestellt, ist es vorbereitet. Schaut, es kann passieren, dass ihr mehrere Kameras in einer Tasche habt und etwas schnell vielleicht die reinlegt oder das verschiebt sich irgendetwas. Das heißt, bevor ich eine Auslösung mache, kontrolliere ich jedes Mal, sind meine Einstellungen noch richtig. Das ist wirklich wichtig, dass ihr daran denkt. Die Einstellungen, die wir nun brauchen, ist eigentlich, schaut mal, ihr geht zurück ins Menü. Im Menü könnt ihr hier nun anschauen, die Bildqualität. Wir wünschen uns eine RAW-Datei. Die RAW-Datei heißt bei mir jetzt einfach NEF-Datei. Das ist auch wieder kameraabhängig. Zum Beispiel gibt es für Olympus, dann heißt das RAW ORW. Oder es gibt die Canon, dort heißt die Datei wieder anders. Grundsätzlich möchten wir im RAW fotografieren und nicht im JPEG. Das kommt später, weshalb wir das so machen. Wir machen zurzeit nur einfach einmal die Grundeinstellungen im Menü. Seid so freundlich und geht dieses wirklich Schritt für Schritt anhand der Folie, welche ihr dann auch eingeblendet seht, durch. Sucht nach diesen einzelnen Punkten, um diese korrekt einzustellen. Es macht keinen Sinn, dass ich euch jetzt an meiner Kamera zeige, wo ich was einstelle. Grundsätzlich wäre es mir lieber, ich darf euch zeigen, hier gibt es den Auslöser, da habe ich einen ersten Druckpunkt, das ist um scharf zu stellen. Und wenn ich dann wirklich ganz durchdrücke, hört man ganz leise, hört man die Auslösung. Also es gibt einen ersten Druckpunkt, einen zweiten Druckpunkt. Ihr habt überall verschieden viele Knöpfe. Das müsst ihr etwas anschauen mit der Gebrauchsanweisung. Das heißt manuell. Das könnt ihr online herunterladen. Es ist mir wichtig, dass ihr eure Kamera im Griff habt. Ihr wisst, was ihr wo finden müsst. Wichtig zu finden ist die Bildqualität, die ISO, der ISO-Wert, die Belichtungsmessung, der Weißabgleich und dann kommen wir später aber auch noch zur Blendezeit. ISO-Zahlen, das ist einfach ganz zentral. Der Fokuspunkt, Farbraum müssen wir auch voreinstellen im Menü. Kamerahaltung wünsche ich mir so, es ist ein Arbeitsgerät. Wenn ihr die Kamera so haltet, dann wird
eure eigene Körperbewegung immer im Bild sichtbar sein. Das ist auch, schau mal, sieht ja auch überhaupt sehr unpraktisch aus. Das heißt, eigentlich ist es wichtig, dass ich die Kamera so halte und mich sauber hinstelle und so, und das bitte ich euch, fotografiert, dann sagt man okular, fotografiert immer übers Okular. Es kann sein, dass in diesen Beispielvideos ich euch gewisse Sachen übers Live-View zeige. Das ist ja einfach nur, damit ihr seht, was passiert. Wenn ich übers Live-View etwas zeige, dann sehen wir jetzt hier verschiedene Bilder. Das ist das Live-View. Ich kann Bilder nachschauen. Ich kann aber auch direkt übers Live-View fotografieren. Das heißt, wir sehen jetzt, wo wir sind. Das wollte ich euch eigentlich gar nicht zeigen, aber das dürft ihr auch noch sehen. So, wunderbar. Also, dann hoffe ich, ihr könnt die Kamera richtig einstellen. Sollte es hier doch noch offene Fragen geben, dann bitte nehmt euch Zeit, euch, wie gesagt, noch einmal durchs Menü zu navigieren oder aber über das Obermenü, bei mir jetzt die Infotaste. Die Infotaste, die benötige ich wirklich immer dann, wenn ich am Fotografieren bin. So, aber es gibt noch etwas und das ist hier in der Folie nicht erwähnt. Bitte geht einmal im Menü. Hier oben sieht man Wiedergabe, die Wiedergabeansicht. Ja? Hier geht es darum, dass ihr das Bild betrachten könnt nach dem Auslösen und jetzt sagt euch, wenn das richtig eingestellt ist, sagt euch die Kamera, welche Blende, welche Zeit, welche ISO-Zahlen und welcher Fokuspunkt ihr benutzt habt. Das heißt, ihr geht hier in den Wiedergabeordner, nein, die Optionen für Wiedergabeansicht. Bitte berücksichtigt, alles was ich euch doch jetzt zeige, ist halt schon so, dass mein Menü anders aussieht als eures. Ich möchte Optionen für Wiedergabeansicht, grundlegende Bildinformationen, die sind doch wichtig. Ich möchte bei mir jetzt das Fokusfeld nicht sehen. Bei euch möchte ich es sehen. Oh, pardon. Das heißt, ich muss so rüber navigieren. Das Fokusfeld soll also sichtbar sein im Bild, welches wiedergegeben wird. Dann, die Lichter möchte ich nicht zeigen. Das ist zu früh. Das RGB-Histogramm ist auch noch zu früh. Aber was ich möchte, die Aufnahmedaten. Wie gesagt, Blende, Zeit und ISO-Zahlen. So, wunderbar. Ich bestätige das. Augenblick, auch ich muss schnell schauen, was ich mache. Und Übersicht. Gut, dann sollte das jetzt funktioniert haben. Jetzt gehe ich aufs Bild, Wiedergabe und jetzt schaut mal, ich sehe hier das Fokusfeld, hier unten sehe ich die Bildnummer, wenn ich jetzt hier rauf gehe, so, hier haben wir dann noch eine Navigation, ich gehe darauf, sehe ich, ich habe manuell fotografiert, 1/200 Blende 5, 6, 64 ISO und so weiter und so fort. Die Angaben, ich weiß, dass das ist für euch jetzt noch zu viel, aber keine Angst, es kommt ja jetzt Schritt für Schritt für Schritt, wie wir die Kamera einstellen und auch nutzen. Der nächste Schritt ist eigentlich, dass ihr in der Folie weitergeht und hier kommt die Folie, die Lichtregelung und die Bildwirkung. Dazu gibt es jetzt dann auch gleich wieder ein Video inklusive der Folie. Ich freue mich. Hier noch eine Folie zur Verdeutlichung, wie man die Kameraeinstellungen macht. Es ist ganz wichtig, dass ihr euch das noch einmal gut durchlest und schaut, ob ihr nun die Einstellungen richtig vorgenommen habt. Punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 sind relativ wichtig. Das heißt, bei Punkt 7 ist noch einmal erwähnt, wir beginnen mit der Einstellung A. Ich werde euch das jetzt gleich zeigen, was das bedeutet. Das Kamera-Handling noch einmal gezeigt und hier verdeutlicht das Bild noch einmal, was ihr eigentlich an der Kamera auf dem Motivwählprogramm RAD, welches auf der linken Seite von der Kamera oben ist,
Die Funktion A bedeutet Modus Zeitautomatik. In diesem Modus stelle ich die Blende selber ein. Weshalb arbeiten wir zurzeit in der Halbautomatik? Das ist, damit ihr nicht nur die Belichtung richtig kennenlernt, sondern auch die Bildwirkung. Denn ihr möchtet ja in Zukunft die Bilder selber und kreativ gestalten können. Bedeutet, ihr müsst nicht nur Bescheid wissen über die Lichtdosierung, welche steuerbar ist über die Blende, über die Zeit und die ISO-Zahlen, sondern ihr müsst auch wissen, was die Bildwirkung ist von Blende, Zeit und ISO-Zahlen. So. Deshalb beginnen wir in diesem Grundlagenkurs mit der Halbautomatik A und S. Wie gesagt, A steht für Zeitautomatik. Hier wähle ich die Blende selber aus und die Zeit wird automatisch dazu errechnet, bedeutet aber entsprechend der Lichtverhältnisse, in welchen ihr euch bewegen werdet. Die Funktion S, der Halbautomat S, heißt zum Beispiel aber auch TV bei anderen Kameratypen. Ihr müsst nicht erschrecken, ihr müsst herausfinden, was ist auf eurem Kameramotivwahlprogrammrad angeschrieben. Das ist entweder S oder TV. In diesem Modus wähle ich die Zeit selber aus und die passende Blende wird im Rahmen der verfügbaren Blenderwerte automatisch dazu passend eingestellt. Unser Ziel ist es, später im Modus M zu fotografieren. Hier stelle ich Blende, Zeit, allenfalls auch ISO-Zahlen selber von Hand ein, entsprechend dieser Lichtwaage, welche wir sehen, wenn wir durch das Okular schauen. Diese hilft uns im manuellen Modus, die Bilder richtig zu belichten. Hier eine Folie dazu, was der Modus Zeitautomatik bedeutet. Blendenautomatik und der manuelle Modus. Bitte achtet hier wieder darauf, der manuelle Modus bedeutet in dieser Folie Studioaufnahmen, Blitzlicht, Langzeitbelichtungen, Feuerwerk, Gewitter, Sternenfotografie, Spezialeffekte. Eigentlich sagt das aus für alles. Wir werden in Zukunft manuell fotografieren, sobald wir verstanden haben, was die Blende bewirkt, wie sie zu steuern ist und für welche Situationen wir die Blende benötigen. Sobald wir wissen, was die Blendenautomatik bewirkt, wie sich eine Zeit verhält im Bild und für was diese Zeit zu nutzen ist, plus welche Bildwirkung das diese Zeit ergibt, in dem Moment, wie ihr das verstanden habt, werden wir im manuellen Modus weiterarbeiten. Im Moment sprechen wir über die Blende, bedeutet aber, wir sprechen über die Blende-Lichtdosierung.